So, hallo, Namaste und herzlich willkommen zu Far Cry 4. Wir rennen mal oder fliegen mal da unten zum Herc hin. Das geht doch schon. Gut, sind wir gegen Baum geflogen, was soll's. Die Steuerung, was ist denn das für eine scheiß Steuerung? Ich wollte hochziehen, dabei drückt er dann nach unten. Also, nochmal. Namaste. Das hatten wir ja schon. Ja, wie jetzt? Ach, Mann. Ach, weißt du, ab und zu, da denkst du dir... What? So. Alter, episches Timing, ihr Herc. Ich dachte gerade, wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du. Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Wie Affen und Bananen. Schnell, woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Pagans Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Und ich würde das von damals gerne wieder gut machen. Scheiße. Den C4-Westen. Den was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Und ich weiß. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter! Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp! Nee, genau. Nichts Böses sagen. Ja, natürlich, jetzt muss ich auch noch da lang. Hier, weißt du? So, jetzt müssen wir nur noch unserem Biggie Smalls überleben. Den guten alten Drecksack. Ich hasse den. Ich hasse ihn. Immer noch. Ja, gut. Ja, au. Ja, ja, ich weiß, du bist da. Aber es bockt mich nicht. Jetzt müssen wir da schon wieder auf den Mount Everest. Tut mir echt leid. Ich würde echt gerne was anderes machen. Aber es gibt momentan keine anderen Missionen. Zumindest habe ich jetzt so direkt keine gesehen. Aber gut, machen wir halt nochmal eine Affenstatue und dann geht's los. Oh Gott, ey, ich bin so schlecht im Far Cry 4 diesmal. Das hat sonst besser immer funktioniert. Da hoch geht's. Während ist es auch schon ganz geil da oben inszeniert, muss man sagen. Aber viel schwerer, da die Gegner leicht weiß gekleidet sind. Ah. Kaum zu glauben irgendwie, dass man nach da hinten hingeht. Hi, AJ. Auf jetzt, hopp. Und wir machen mal hier Fähigkeiten. Wir haben 6 Fähigkeitenpunkte, die setzen wir jetzt mal alle ein. Einmal das. Oh, das geht ja noch viel weiter. Magazin-Jongleur. Nach dem Nachhinein geht nur bei allen Waffen viel schneller. 4 kostet das. Boah. Berge versetzen. Die leichten schweren MG oder Flammenwerfer-Schützen können jetzt mit F bewegt werden. Takedown, was haben wir hier? Ernte, du erntest doppelt so viele. Stellt eine Spritze her, die psychischen Schaden im Nahkampf verringert. Und was haben wir da unten nochmal? Stellt eine Spritze her, mit der du schneller laufen, schwimmen und länger Luft anhalten kannst. Wir machen mal das noch. So. Ah, finde die Affenstatue. Erneut.
Ach nee, das ist schon wieder die Mission. Okay, gut, Leute, dann mache ich das jetzt so. Ich unterbreche die Folge ab hier. Und wir sehen uns dann danach, weil ich sag mal, die Mission haben wir schon gemacht. Die will ich euch nicht unbedingt nochmal zeigen, ja? Ist einfach nur für mich. Ja. Oder? Ich probiere mal was. Mission verlassen. Wir müssen doch irgendwo noch andere Missionen haben. Müssen wir einfach. Bin ich mir sicher. So, ich bin jetzt sonst irgendwo. Ziel. Wir haben echt nur das fucking Haar. Was mache ich außerdem hier unten? Ich habe hier angefangen. Typisch. Nee, da. Longinus. Ich will jetzt große Mengen Rupien. Oder sollen wir mal jagen? Banapur. Herstellung. Ich hole mir mal einen weiteren Waffengurt. Was brauchen wir denn? Tapirfell. Tapirfell. Dass wir mal mehr Waffen kriegen. Unser Portemonnaie ist auch voll. Tapire. Was ist das hier? Reparal. Tapir. Tapir. Honigdachs. Rothund. Oh geil, wir sind bei der Tiger. Affen. Samba. Tapir. Tapir. Wo ist das Tapir? Ein Jack. Wo sind denn die scheiß Tapire? Rothund, Bär, Tiger. Ach, ich bin da bescheuert. Da ist es doch. Ganz in der Nähe von den Affen. Gut, dann geht's mal hier hin. Holen uns mal drei Tapire. Haben einen neuen Waffengurt, holen uns gleich mal eine neue Knarre und vor allen Dingen auch einen Munitionsbeutel. Wir müssen uns mal besser ausrüsten, sonst kommen wir in Far Cry 4 nicht weiter, beziehungsweise ich. Waffengurt, Dingens werden wir suchen. Noch grüne Blätter, die muss ich unbedingt noch beachten. So, wir gehen da oben hin. Ach man, also ein bisschen viel Geschieße ist hier bei Far Cry 4 schon. Bin ich ganz ehrlich, die AI-Kandidaten und so weiter, die... Achso, hier ist gerade Krieg. Da! Lasst uns... Oh, hoppla. AJ Gale. Und vor allen Dingen die Map müssen wir auch noch erweitern. Da haben wir Hunde. Ach, schau mal da. Ups. Drecksvogel. Toll, meine Tiere sind weg. Ach, meine Beutetasche ist voll. Gut, dann können wir nochmal zurück. Dann bringt uns das hier gar nichts gerade. Aber auch unser Portemonnaie ist voll. Das ist scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Far Cry 4 mal Geldprobleme bekomme. So, verkaufen. Wert von 33. Schnellverkauf. Alles weg. Flash-Laufwerk. Wir haben immer noch so viel. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ach, das passt schon. Und nochmal. Munitionsbeutel und so weiter. Das holen wir uns alles noch. Hätten wir schon mal zwei Tapir gehabt, ey. Das ärgert mich. Kann ich die auch nicht einfach überfahren? Ich überfahre mal einfach. Das muss doch irgendwie möglich sein.
schnell an Ausrüstung zu kommen. Obwohl ich das Let's Play sowieso schon in die Länge stricke. Rabbi Ray, mein Guter, halt dein Maul. Schnauze. So. Tapire. Tapir. Hallo? Tapir? Tapir. Wo bist du, du leckeres Schweinchen? Da haben wir Affen, da oben sind sie. Gott, da geht's ja wieder ab. Gut, einmal Tapir haben wir schon. Ein B sehe ich auf der Map, das können wir machen. Gut, das sind die Affen. Fast. Lauf doch nicht so weit weg. Ich hasse Jagen. Nein! Bleib hier! Scheiße, komm her! Jetzt! Drecksding. Toll! Ich bin auf der anderen Seite. Gut, dann laufen wir halt wieder dahin. Wir brauchen ein fucking Fell noch. Hoffentlich sehen wir noch eins auf dem Weg. Gott, diese Sonneneffekte sind auch wieder geil. Also grafisch ist Far Cry 4 auch wieder ganz vorne dabei. Genauso wie Far Cry 3 schon. Grünes Blatt, Spritzentasche. Wir werden uns, glaube ich, jetzt erstmal ausrüsten, die nächsten Folgen. Wir haben jetzt 20 Folgen lang nur Missionen gemacht. Jetzt wird's mal Zeit hier für ein bisschen Offroading. Ein bisschen hier Drogen und so. Was? Nein, ich muss da runter. Ja, komm, ich will runter. Markieren wir das noch. Gut, weg ist es. Nein, da hinten. Weil ich glaube, das ist jetzt nämlich zerstört, gell? Irgendwie war da was. Beschädigtes Fell. Ah. Können wir nicht unbedingt verwenden. Das heißt, man muss das Tier echt normal erlegen. Schade, bei Far Cry 3 ging das. So. So, jetzt können wir das Tier schön herstellen. Ups, falsche Taste. Genau, Herstellung. Waffengurt. Dann Spritzentasche. Was haben wir da eigentlich? Zwei Wildschweinhäute brauchen wir da. Geldbeutel, den habe ich ja eigentlich auch schon erweitert. Asam. Makakenfell. Makakenfell. War das richtig? Ach, Wildschwein ist hier direkt um die Ecke. Panzernashorn. Honigdachs.
Da hoch geht's auch noch. Was ist da eigentlich? Bagadur? Also diese Namen teilweise, weißt du? Gehen wir mal zum Wildschwein für eine Spritzendosche. Kann ich da hoch? Nee. Ein Honigdachs. Was macht der denn hier? Guten Tag, die Herren. Da ist ein Auto, super. Oder ein Quad in dem Fall. Komm, da lang. Hopp, da lang. So, runter, runter und da runter und da runter. Ja, querfällt ein. Hoppla. Oh, Wildschweine. So, ihr zwei gehört mir. Komm nicht weiter hoch. Oh Mann. Jagen. Ich hasse es immer noch. Jagen. Oh. Nee. Normale Schweine. Und wehe, das ist kein Wildschwein am Ende. Ich sag's euch. So. Wildschwein. Oh Gott, was rennt das Ding denn da hinten hin? Bleib doch stehen. Hä? Ah, da oben. Da habe ich schon bei Far Cry 3 Probleme gehabt mit den Viechern. Tut mir leid, mein Kleines. Nimm doch. Tut mir leid. Ah, schon wieder die falsche Taste. Das gibt's ja nicht. So, die Spritzentasche. 5 Spritzen können wir jetzt. So. Munitionsbeutel. Nebelpaderfell. Ich glaube, das können wir auch erstmal knicken. Honigdachs. 3 Stück für einen neuen Waffengurt. 3. Eine Seitenwaffe und 3 andere. Dann haben wir den Waffengurt schon voll ausgerüstet. Wo ist denn der kleine Honigdachs? Irgendwo hier, gell? Lager des goldenen Pfades. Hier haben wir noch einen Außenposten. Aber nirgendwo, wo wir in der Nähe hinreisen können, ne? Ach, da ist ja direkt der Honigdachs. Und Tiger sind in der Nähe, da müssen wir jetzt aufpassen. Also uns wieder echt neu ausrüsten da. Da geht's raus. Da gehen wir da runter. Vor allem tun wir dann noch den Außenposten in der nächsten Folge. Oh, ah, ne, da lang. Den Außenposten noch machen in der nächsten Folge, damit wir dann alles hier für uns beansprucht haben. Übrigens, bevor ich die Aufnahmen angefangen habe, war wieder ein 15-minütiges Update für Far Cry 4 da. Aber irgendwie merke ich davon nicht allzu viel. Ich finde, das ruckelt immer noch so komisch. So komische Mikroruckler. Ich raff das nicht. Was die da programmiert haben. So, die Spritzen werden jetzt zum Glück automatisch hergestellt. Kriegen wir auch eigentlich mehr Gesundheitsfelder?
So, Honigdachs. Ich glaube, der Kleine ist echt schwer zu kriegen. So, rennen wir gleich mal nach oben weiter. Hier ist noch ein grünes Blatt. Wir nehmen alles mit. Lass uns so gut ausrüsten wie möglich. Ja, Dachs, ne? Da haben wir noch so einen Drecks-LKW. Da oben haben wir noch da von denen welche. Ist der Außenposten weit in der Nähe? Der ist direkt hinter uns. Wo raucht's? Der hier? Nee, Quatsch. Wo räuchert's denn? Da. Radiosender. Ort entdeckt. Ach, schau mal, wer da ist. Das ist ein kleines Mistvieh. Honigdachsfell. Sehr gut. Also man hört den Kleinen jedenfalls. Das riecht gut. Ah, ein Adler. Den hätte ich vorher erschießen sollen, bevor er abgehoben ist. Jetzt macht mir wieder der Adler hier. Ah! Da unten. Okay. Ups. Gut, ist nicht so schlimm. Wir haben ja hier gleich wieder grünes Blatt. Gut, er nimmt immer noch auf. Schon wieder 25 Minuten. Gut, dann machen wir das hier in der nächsten Folge natürlich. Ich muss euch ja ein bisschen hinhalten und auch wieder Folgen produzieren. Das sind ja wieder fast 25 Minuten heute. Es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Herzlich willkommen auf Endcard von Far Cry 4. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebe du Daumen hoch oder kommentiere. Ansonsten, was gibt's so groß noch zu sagen? Gut, die eine Mission da mit diesem Scheiß, mit dieser Affenstatue, die haben wir ja schon gemacht, die muss ich dringendst nochmal machen. Die will ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen, es sei denn, ihr wollt das. Und sonst gibt's nichts zu sagen. Meiner Meinung nach. Gut, machen wir dann morgen mal den Außenposten und holen uns noch zwei Honigdachse. Yeah.